Ah Gott, meine Uploads sind eingebrochen. Bald kommt wieder ein Herr Luva Boss Video. Aber so langsam gehen mir die Overlord-Ideen aus. Anyway, wusstet ihr, dass es einen Spieler gab, der krasser war als Lord 1, Touch Me und möglicherweise Rubedo alle zusammen? Ganz recht. Einmal hat ein Spieler existiert, der so overpowered war, dass es ganze Gildenverbände gebraucht hat, um ihn irgendwann down zu bekommen. Und um den geht es jetzt. Da gab es einmal einen Spieler mit ungeheurem Glück. Fähig und stolz erklomm dieser außergewöhnlich gute Spieler den World Champion Rang und bewies, dass er zur Spitze gehört. Während sich Freunde und Bekannte um Rüstungen, Waffen und sonstigen Loot stritten, hatte er etwas, worüber sich zu streiten wirklich lohnt. Nicht seine World Champion Gegenstände, sein Rang oder so etwas wie Gold. Nein, dieser Spieler besaß ein World Item. Er hatte eines von 200 einzigartigen Gegenständen, mit denen man das gesamte Spiel dominieren konnte. Dieser kleine Gegenstand war selbst unter den World Items besonders. Es war Ouroboros, oder zumindest das wird vermutet. Es konnte einen Wunsch erfüllen. Genau einen, aber nicht mehr. Dieser Spieler wünschte sich, Teil einer Gruppe der mächtigsten Gegner des Spieles zu werden. Er wünschte sich, dass er zu einem World Enemy würde. Und so geschah es. Der unbekannte World Champion auf Level 100 wurde zu einem der Lords der sieben Todsünden. Übermächtig, gewaltig und noch wichtiger, er durchbrach die Levelgrenze von 100 und wurde stark wie solch ein Raid-Boss. Er war derart mächtig, sowas von überlegen, dass vermutlich sogar Rubedo keine Chance hätte auf einen Sieg. Stellt euch das mal vor, jemand wie Touch Me, also jemand der Lord 1, ohne Mühe, jedes Mal in jedem einzelnen Kampf mit jedem Versuch, sogar mit Vorbereitung, besiegt. Ein Spieler so stark, kompetent und fähig, dass er schon vor dem Wunsch gegen drei oder vier, vielleicht sogar allen, Nazarick-Wächtern alleine gewinnen würde. Und so jemand bekommt die Macht eines World Enemies, eines Wesens von etwa Level 300. Ohne Frage, der stärkste Spieler aller Zeiten. Did you ever hear the tragedy of World Champion the Wise? That's what I thought. It's not a story that Philip would tell. Naja, alles Gute kommt zu einem Ende. In diesem Fall ist genau das geschehen, was mit Raid-Bossen ebenso passiert. Eine kleine Zeit lang hatte er Spaß an seinen Fähigkeiten und neuen Abilities. Keine Ahnung, wie viele Spieler an dem verreckt sind. Aber schnell fanden sich Teams zusammen, dann Gruppen und schließlich ganze Gilden, nur mit dem Ziel, ihn zu jagen und zu vernichten. Und es kommt, wie es kommen musste. Er unterlag irgendwann, wollte respawnen und kam etwas schwächer als zuvor zurück. Nur vermutlich konnte er nicht wieder leveln. Denn erinnert euch, NPCs und NPC-artige Charaktere, wie eben World Champions, können nicht eigenständig leveln. Sie werden eingestellt und die können sich nicht selber einstellen. Und so verlor er mit jedem Tod mehr Kraft und Klassen. Bis dann irgendwann nichts mehr übrig blieb, um überhaupt respawnen zu können. Und so verlor er alles. Seine Macht, seinen Status, seinen Rang und natürlich seine Legende. Ich hätte so gerne mehr zu diesem Charakter zu erzählen, aber leider gibt es nichts. Und das tut mir wirklich leid. Diese Geschichte stammt aus der Web-Novel, ist also nicht kanonisch und muss auch nicht unbedingt noch gültig sein. Aber ich fand sie so spannend, dass ich sie einfach erzählen musste. Kleine Werbetime. Seit einiger Zeit gibt es den offiziellen Miraum Minecraft Server. Neben einigen Overlord-Anspielungen gibt es ganz eigene Sachen, die man entdecken und erreichen kann. Wir hätten einige Verzauberungsbücher, eigene Items, Blöcke, Musik, viele Events, an denen man gerne teilnehmen kann und wahrscheinlich das Interaktivste, man kann Städte gründen und beitreten. In geklemmten Chunks, die man sich für die Ingame-Währung holt, namens Miraumark, wunderschöner Name, kann nichts von Außenweltlern zerstört oder angefasst werden. Quasi ein sicherer Bereich. Für alle die, die eben in Ruhe bauen wollen. Kommt gerne dazu, schließt euch Städten an oder gründet einfach selber eine. Aber die Plätze sind begrenzt, darum würde ich mich beeilen. Ach,
Fast vergessen. Seit Tag 1 gibt es Geheimnisse, die die Spielerschaft noch immer nicht gelöst oder gefunden hat und die vielleicht zu Reichtum führen könnten. Vielleicht sogar zu World Items. Naja gut. Version 1.20.1 muss leider Java-Edition sein, tut mir leid an die Bedrock-Spieler. Und die IP lautet play.miraumc.de, alles klein und zusammengeschrieben. Naja, vielen Dank fürs Ansehen und wir sehen uns im nächsten Video und hoffentlich auf dem Server. Danke und bis dahin. Ciao.